So, ich mache für euch jetzt mal ganz schnell ein kurzes Infovideo, nämlich alle haben komischerweise Probleme mit dem Sprinten. Ich zeige euch mal kurz meine Settings, wie ich es jetzt mit dem Controller habe. Also, wir gehen auf Einstellungen. Dann habe ich, jetzt muss ich gerade überlegen, hier habe ich Sprinten, Umschalten auf An, Türen automatisch öffnen, Hochziehen, Aktivierung, Sprung halten. Dann mehr dürfte hier eigentlich nicht sein. Gebäude ist ja eh, ne, der Rest ist uninteressant. Dann habe ich Controller-Einstellungen, habe ich automatisch Laufen mit Controller an. So, mehr gibt es da eigentlich auch nicht mehr. Dann bei Controller-Einstellungen habe ich Baumeister Pro. Ihr seht, auf dem linken Stick habe ich Sprinten, automatisch Rennen, Doppelklick. Also genau so habe ich es bei meinen Controller-Einstellungen am PC. So wird es natürlich überall genauso gehen. Ansonsten müsst ihr halt gucken, ob die Taste belegt ist. Genauso wird es bei euch aber auch im Spiel angelegt. Wenn ihr das nicht habt, dann müsst ihr eigentlich, wie ich das jetzt hier habe, zum Beispiel Y habe ich nichts. Wo komme ich da rein? Nee. Also ihr müsst es, wenn dann angepasst machen, dann legt euch einfach irgendwo, wo ihr nichts habt, weil irgendwo werdet ihr nichts haben. Wo ihr was festlegen müssen, müsst da automatisch Rennen hinlegen. Mehr ist es eigentlich nicht. Und so denke ich mal, wird auch jeder von euch so langsam die Aufgabe dann hinkriegen mit dem Laufen. Und mit dem Springen ist einfach nur zweimal X drücken an einer ganz normalen Wand. Ich denke mal schon, dass das die meisten hinkriegen werden. Also in dem Sinne, ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Euch viel Spaß auf jeden Fall noch mit den Aufgaben. Wenn Probleme sind, kommt in den Livestream. Vielleicht finden wir dann noch eine andere Lösung. Aber so sind halt meine Einstellungen. Ich drücke einfach nur meinen linken Analogstick rein. Beim Springen drücke ich einfach nur X oder A, weil ich einen Xbox-Controller habe. Und mehr ist es nicht. Also, in dem Sinne, haut rein.